Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr. Es ist Donnerstagnacht, das bedeutet, du und ich haben wie immer hier eine Verabredung. Wir hören zusammen rein in die neuesten Deutschrap-Releases. Wir haben vorhin schon in den Shindy-Diss-Track gegen Kollege reingehört. 25-minütiges Video, ich habe versucht, jede Zeile zu erklären. Und Bro, es war ehrlich not bad. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Colles Antwort, vielleicht auch Farids Flairs Antwort. Das ist alles ein spannendes Thema, was wir auf jeden Fall hier zusammen begleiten werden. Aber jetzt haben wir erstmal natürlich Luciano mit We Too Deep am Start. Der Bro hat gerade erst ein Album gedroppt, was insane war, war auf Tour bis zum geht nicht mehr, ist auf jedem Festival gefühlt am Start und ist jetzt einfach noch mit einer Single hier wieder zurückgekommen. We Too Deep, ich bin sehr gespannt. Er hat nebenbei auch gerade noch sein Loco Liquor gelauncht, was actually not bad ist. Ich habe alle Sorten probiert. Whisky Cola bin ich nicht so ein Fan von, einfach allgemein nicht. Aber die anderen beiden, Acai und Pink Grapefruit, Bro, die sind actually zu empfehlen. Also ein bisschen pricey, sage ich ehrlich, ja, aber auf jeden Fall zu empfehlen vom Taste her. Und ich freue mich jetzt sehr drauf auf We Too Deep. Der Bro hat übrigens auch noch jetzt die nächsten Tage irgendwann sein eigenes Open-Air-Festival, wo einfach Heady One mit dabei ist, Sphere Buster ist dabei und noch ein, zwei andere. Reezy ist da am Start, DJ Jeezy, Frizzo. Es sind wirklich krasse Leute mit dabei und ich habe einfach fetten Respekt vor das, vor dem, was er sich aufgebaut hat und sein Team. Ist crazy auf jeden Fall. Ey, ich will gar nicht so viel lange labern. Wir hören rein bei We Too Deep. Link zum Original wie immer ganz oben in der Beschreibung. Das Ding ist produziert von Reezy, ja? Also von dem Reezy. Von daher, ey, high hopes. No joke. High hopes. Boah. Ey, das war auch dieser Instagram-Teaser. Und ein Homie von mir hat mir geschrieben, auf Instagram hat mir diesen Teaser geschickt und meinte, ey, der Song muss krass werden, weil immer wenn Luciano von einem Lamborghini in einem Lamborghini steht und mit dem Kopf rausguckt, wird der Song krass. Facts auch ein bisschen, sag ich ehrlich. Facts einfach. Boah, holy shit! Krank! Krank, sagt was ihr wollt, Bro. Ehrlich, es ist egal, wie laut ich jetzt bin. Wir haben 0 Uhr, 0 Uhr Freitag. Es ist quasi schon Freitag, also was sollen die Leute machen? Wir können rumschreien, wie wir wollen. No cap, dieser Einstieg ist geisteskrank. Boah! Oh mein Gott, das Sample auch noch drin. Krass, 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 krass. Boah. Geisteskrank. Jetzt einfach schon mal die fettesten Shoutouts an Reezy raushauen. No joke. Boah. Bro, no joke, der Beat ist einfach eine 100 aus 10. Das Sample ist geisteskrank. Boah. Sag mir jemanden, der diesen Sound und diese Attitude hat. Keine Ahnung. Luciano ist einfach bigger als Deutschland, muss man sagen. Er ist einfach too big for Germany, man. All dieses krass. Cash wollte ich schon damals als Kind. Tolle Kuxi bounce am Tisch. Baddy nach Baddy betäuben mein Sinn. Kenne keinen Stopp, trotz all dem Gift. Bruder, dem will nur gewinnen. Read to deeper, findest Welle. Bro, ey, ich weiß nicht, wer es von euch auch gefühlt hat, aber mit die besten Stellen bei Bamba, ich weiß, Bamba haben wir alle überhört und hört man nicht mehr so viel, aber bei Bamba, der Part von Bia, wo auch dieses Gestöhnte von ihr mit als Adlib quasi drin ist, ey, wenn ich das mit meinen Jungs höre, wir machen das alle nach. Scheiß drauf, Digga, beste Moment immer im Song. Sag ich, beste Moment im Song immer. Boah, das kommt so krass. Player wie Kobe on court. Baby, you ready or not? Komm noch näher, denn die Nacht wird hart. Sei meine Carmen Electra. Oh, Bro, ich hatte schon wieder Angst, dass hier direkt der nächste Strike reingehustelt kommt bei dem Musikvideo. Man weiß immer nicht. Luciano-Musikvideos und 187-Musikvideos. Immer schwierig zu gucken. Es ist immer schwierig zu gucken. Dann immer schon direkt YouTube-Post im Eimer gefühlt. Ja, na, komm noch näher, denn die Nacht wird hart.
Sei meine Carmen Electra, sei meine DJ HD. Lass deine Augen heute glänzen, so wie mein Pinky auf Flea. Buch eine Prise im Royal Mansour, komm wir chillen in Paris. Ich frag mich, wie der da so drinstehen kann, Bro. Ich hab das Gefühl, wenn ich mich reinstellen würde, bei mir wäre das so, ich würde da so drinstehen, so. Hey, cooles Lass-Musikvideo shooten. Ich hätte kein Gleichgewicht. Oder meint ihr, seine Füße sind so oft süß angeschnallt? Meint ihr, er hat so einen kleinen Fußanschnaller über seine Füße? Meint ihr, Luciano stand da barfuß drauf? Oder mit Socken oder mit Schuhen? Das würde mich interessieren. Wahrscheinlich einfach mit Schuhen. Wahrscheinlich mit Schuhen, die mehr als mein Leben kosten. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die Antwort. Das ist wahrscheinlich die Antwort. President Shit, international player, hab Connection global. Bring deine Girls, baby girl, of course. Darling, ich zeig euch die Welt. Krank. Bro, und einfach das Peso-Tank-Top am Rocken, auch krass. Also wirklich krass. Wow. Oh! Holy shit, okay, den Beat-Change habe ich jetzt nicht erwartet am Ende. Baby, we too deep. Oh! Baby, we too deep. In the storm. Flush. Oh! Ich sehe von dem Track irgendwie schon einen DJ Jeezy Remix. Oder seid ehrlich, ich riech da einen Remix von. Ich riech den. Krass. Ey, für mich auf jeden Fall 10 von 10 Vibe. Aber Luciano sowieso mit meiner Most Listened to Leute auf Spotify aktuell. Und ich fühle halt seinen Vibe komplett. Ist halt genau die Mucke, die ich mir auch so einfach privat dauerhaft anhöre. Deswegen fühle ich sowas immer noch mehr. Aber no joke, der Beat von Reezy, geisteskrank. Also wirklich, alles zerstört, in my opinion, und ansonsten einfach, was soll ich sagen, Luciano ist mittlerweile halt, wie ich eben schon gesagt habe, zu groß für Deutschland gefühlt, was der Mann erreicht. Es wird nur größer, was der Mann anfasst, wird zu Gold, habe ich das Gefühl. Und das kommt aber auch nicht von irgendwo her. Der ist echt immer am Hustlen und die alle drumherum sind auch alle am Hustlen immer, deswegen fette Shoutouts ans ganze Team auf jeden Fall. Und keine Ahnung, ey, einfach so ein Track für zwischendurch nochmal auf Lock. Wieso nicht? Ich werde davon ausgehen, dass sie den bei seinem Open Air in Stuttgart auch direkt pumpen werden live. Und das wird krass kommen. Ich glaube, das wird schon krass sein dann. Gerade wenn Reezy auch vor Ort ist, wird das heavy. Und ja, Mann. Ey, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr da am Start seid. Ich bin leider nicht da, aber es würde mich sehr interessieren, ob einige von euch da sind. Und ey, dann schreibt mir auf jeden Fall auch noch rein, was wir uns zusammen anhören sollen, was rausgekommen ist. Einige wilde Kombinationen. Contra K und Mark Forster Abi haben einen Track zusammen. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir werden da auf jeden Fall auch reinhören. Und ja, Mann, ich halte euch upgedatet mit den neuen Tracks. Lasst also gerne ein Abo da. Bis dann, bleibt wunderbar. Und ciao.